Als nächsten Gast habe ich den Robert Freiberger, 40 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Landwirt, Lohnunternehmer, ein richtiger Geschäftsmann aus Diepoldberg, der sich mit der Landwirtschaft durch und durch auskennt. Wie viele Leute habt ihr beschäftigt im Lohnunternehmen? Ja, wir sind jetzt mittlerweile 5 Festangestellte und 31 Mitarbeiter, die wollen nach der Arbeit bei uns dann mitarbeiten und in ihrer Freizeit eigentlich dann mit ihrem Hobby verbringen. Da verdienen sie ein bisschen Geld dazu, aber hauptsächlich macht man das nicht wegen Geld, sondern weil man echt das gern macht. Ja, und wir haben uns im Vorfeld mal ein bisschen unterhalten. Du bist auch Spezialist im Bereich Vermeidung von Gewässerverunreinigung und Nitrateinbringung. Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, wir sind jetzt wirklich mittlerweile bei vielen Sachen dabei, zum Beispiel Burghausen, Burgkirchen ist jetzt unsere nächste Aufgabe, da mal einen Gewässerschutz zu übernehmen. Das heißt, wir sollen die beraten, wenn wir halt das Nitrateintragung zum Beispiel ins Grundwasser vermeiden in der Landwirtschaft. Man muss da echt sagen, wir Landwirte machen da ja ganz schön viel. Wenn es jetzt ausschaut so auf die ganzen Felder, die haben nicht mehr so oft braun, sondern es wachsen oft die grünen Sachen drauf. Und das bedeutet eigentlich, dass wir den Nitrat hier rum am Oberboden schon sammeln und dann nach dem Winter wieder der nächsten Pflanze zur Verfügung stellen. Das ist aktiver Gewässerschutz. Da machen wir zum Beispiel die Stadt Wasserburg mit Evenhausen und einem Wasserreservoir betreuen wir da. Zum Beispiel am Siebensee haben wir da aktiv. Und das ist also eine von unseren Aufgaben, die wir in unserem Betrieb entwickelt haben. Und das ist auch eins von den Sachen, die wir gerne machen, was entwickeln im Betrieb. Das seht ihr am Schneestangensitzgerät, das war jetzt gerade durch die Gemeinde rauscht. Und das hat es auch mittlerweile in Bünnhardt gemacht. Und jetzt haben wir die Zusage von Kehrberg gekriegt. Stadt Ranstor machen wir. Trostberg haben wir uns vorgestellt. Das sind halt lauter so Sachen, die wir heute immer gerne machen. Wir machen gerne was Neues. Und möchten uns eigentlich auch für unsere Konkurrenten ein bisschen absetzen. Das ist jetzt meine Aufgabe im Leben, sage ich jetzt mal. Ja, vielen Dank. Also jemand, der so praktisch dafür sorgt, dass unser Grundwasser und der See und das alles nitratfrei oder weniger Nitrat belastet werden, als man es auf die Art und Weise vermeiden kann. Das ist schon super und da drücke ich dir fest die Daumen, dass bei der nächsten Wahl du die Chance hast, das auch im Gemeinderat einzubringen. Vielen Dank, Robert. Jetzt gut.